oder nicht? Vielleicht nehme ich mal statt dem Wassertool mein Plateau-Tool und werde hier mal versuchen, das Plateau wegzuschaufeln. Funktioniert wohl auch nicht, so wie ich mir das vorstelle. What? Nein, das will ich nicht. Muss ich vielleicht runter und von unten? Okay, versuchen wir mal das. Wie gesagt, da kenne ich mich noch nicht aus mit dem, was ich hier mache. Ich habe eigentlich selten eine Ahnung von dem, was ich so mache, den ganzen Tag. Schauen wir mal. Ah ja, das sieht gut aus. Hä? Wegen des Gewässers in der Nähe ist das zu gefährlich, hier ein Plateau zu bauen. Ja, aber ich kann ja eben das Gewässer nicht. Ich verstehe das nicht. Es ist ja gerade das Problem, dass ich das Gewässer da oben nicht so bauen kann, wie ich es gern machen würde. Das ist so gemein gerade. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Ah, hier geht's jetzt. Aber das nicht, oder wie? Okay, neuer Plan. Ich mache das Gewässer hier nochmal dicht. Das auch. Hier auch nochmal. Okay. Und hier auch. Und jetzt gehe ich nochmal runter. Und mache dieses Plateau erstmal ebenerdig mit einer geraden Kante. Dann dürfte das wahrscheinlich funktionieren. Ich gehe nur immer in die falschen Menüs, leider. So, das sieht doch gut aus. Das dürfte jetzt funktionieren. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wohin dann das Wasser fließen soll. Von links und von rechts im Grunde. Nochmal die Mitte ungefähr ermitteln. Die Mitte ist hier, hier, hier. Geh mal weg, Biber. So, danke. Ich mache das nur mal kurz, damit ich weiß, wo später die Treppe hinkommt, wo das Zentrum ist. Aber hier ist schon, hier muss schon die nächste Ebene quasi entstehen. Oh Gott. Aha, bis ganz nach hinten kann ich das auch nicht machen, also. Hier muss ein Rand bleiben. Das Spiel hat mir zu viele Regeln. Ich möchte doch nur hier ein wunderschönes Museumsplateau bauen. Ist denn das zu viel verlangt? Anscheinend. Ich weiß auch nicht genau, wie groß das jetzt sein muss. Aber machen wir es mal so groß. Ach ja, stimmt. Das war eh ein totaler Quatsch, was ich da mit den Flüssen vorhatte. Die müssen eh ganz anders gebaut werden. Ah, oh, Trottel. Trottoloni. So. Oh Gott, ich sehe schon, das Projekt steigt mir über den Kopf. Ich lasse es halbfertig stehen und habe dann auf meiner Insel immer so komische Strukturen. Wo mich dann die Leute fragen, was ist denn da los? Und ich sage, ach, frag nicht. Ich will nicht drüber reden. Gehen wir ins Museum, das da unten am Strand immer noch steht. Fischkerl, du musst jetzt wirklich weg hier. Du störst mich echt gerade. Komm, geh mal weg jetzt. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich muss hier mal eine Mauer zwischen uns errichten, weil so geht das nicht weiter. Mensch. Achso, das geht jetzt nicht, weil hier, das habe ich mir schon gedacht. Okay. Dann machen wir hier mal die andere Etage quasi. Ich glaube, das wird cool, wenn das jemals fertig wird. In meinem Kopf sieht das großartig aus. Total beeindruckend und faszinierend. Jetzt müssen wir nur die Sache aus meinem Kopf irgendwie in die Realität kriegen. Das ist meistens der schwierige Teil. Okay, der Baum.
zerstört, aber ist egal. Na wohl. Naja, okay. Ist erstmal egal. Machen wir erstmal hier weiter. So, dann steht da oben drauf das Museum. Im Endeffekt... Das wären jetzt nur zwei breite Treppen. Ich glaube, zwei breite Treppen sind mir zu schmal. Dann nehme ich lieber im Grunde... Ach so, das wäre sogar nur eine von diesen Treppen. Dann mache ich doppelt. Dann mache ich die Treppen doppelt. Quasi vier breit. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Was ist jetzt hier los? Dann muss das so aussehen, glaube ich, damit das geht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Naja, wird schon gut gehen. Ich glaube, der Baum muss jetzt doch mal schnell weg. Ich habe doch noch eine Eisenaxt irgendwo, oder? Zack, her damit. Ich glaube, das ist zu klein, glaube ich. Ich glaube, ich habe das zu klein geplant. Ich glaube, ich sollte das noch ein bisschen größer planen, oder? Ich muss mir mal anschauen, wie groß das Museum eigentlich ist. Schon groß. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das sind mindestens 7 Felder in der Breite. Mindestens 7 Felder. Wenn nicht sogar mehr. Muss mal schnell schauen, ob das ein blödes Ei ist. Ja, schade. Oder ein cooles Fossil. Das ist ein blödes Ei. Ich habe leider schon echt sehr viele von den ganzen Eiern. Aber die werde ich alle verkaufen nach Ostern, nach Sonntag. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist das jetzt. Muss größer werden. Das muss größer werden. Ich brauche im Grunde 7... Oh, das ist blöd. Oh. Wenn das wirklich 7 breit ist, das Museum, dann kann ich die Treppen gar nicht mittig platzieren, weil Treppen immer 2 breit sind. Die Pläne, meine wundervollen Pläne werden hier zerstört von dem Spiel. Es sei denn, ich lasse absichtlich eine 3 breite Spur zwischen den Treppen, die dann da hochführen. Und auf die könnte man nochmal was stellen, oder... Gewässer, Wasserfälle. Was bringt so ein Ei, wenn man damit so zugeballert wird? Die Eier sind quasi jetzt Crafting-Objekte. Rohstoffe quasi fürs Crafting, die man nur jetzt an Ostern finden kann. Und es gibt quasi verschiedene Osterrezepte wie den Häschentag-Tisch und den Häschentag-Schrank und so weiter, die man... craften kann und die Rezepte dafür, also die, nicht die Rezepte, sondern die Rezepte auch, aber die Zutaten dafür sind immer die Glückseier und die findet man quasi nur jetzt. Aber ich habe halt schon alles gecraftet, was es gibt und habe teilweise irgendwie 50 von diesen Eiern rumliegen. Das ist halt dann irgendwie viel. Aber gut, es war halt gut gemeint von Nintendo, weil ich meine, wenn man jetzt aus irgendeinem Grund 500 so Hocker bauen will... braucht man echt viel Wasserglückseier. Da muss man jetzt nach dem Patch lange dafür angeln. Davor hat man die schnell zusammengekriegt. Okay, also. Ich würde es noch mal planen. Ich muss Löcher graben. 1, 2, 3. Genau, das sind 4. Das sind 4. 5, 6, 7, 8. Okay, wenn das Museum 7 breit ist und ich lasse in der Mitte 3 Platz und hier kommen dann die Treppen hoch. Oh, das ist alles, ich kann mir das überhaupt nicht. Ich bin überfordert. Ich bin von dem Spiel überfordert.
Aber okay, wartet mal. Dann... Nee, das geht ja gar nicht. Oder geht das? Nee. Doch, das geht. Ich muss das Plateau hier oben viel größer machen. Die Treppe stört jetzt hier gerade wirklich ein bisschen. Aber ich mache das jetzt viel größer. Das wird so groß wie deine Mama. Deine Mutter. Das Plateau wird so groß wie deine Mutter sein Arsch. Ha! Euch habe ich es gezeigt. So, machen wir mal... links und rechts noch zwei Reihen dazu. Das war... naja, doch, okay. Naja, okay. Dann halt nicht. Das war jetzt erst keine Absicht, dass ich es hinbaue. Und dann keine Absicht, dass ich es wieder abreiße. Aber gut, okay. Das war jetzt aber wirklich keine Absicht. Das muss weg. Tja, da guckt der Otter, der Angelotter. Otter, ohne Scheiß jetzt mal. Ich habe gar keinen wütenden Emoji, leider. Ich kann gar nicht wütend sein. Ich kann nur resignieren. Da. Irgendwie ist es niedlich, wie interessierter er ist und wie er mir zuguckt. Ganz aufgeregt, was ich hier so mache. Wie unsere Katzen. Meine Katzen würden sich genauso verhalten, wenn die das sehen würden, dass ich das in echt mache. Daneben sitzen und mich anstarren mit riesigen Augen. Und ganz viel rumwuseln, damit ich nicht ordentlich weitermachen kann, natürlich auch. Kein Platz für Wut in diesem Spiel. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt wirklich so einen Wütend-Emoji. Muss mal ganz kurz gucken. Achso, Zufriedenheit. Aber ich habe keinen. Es gibt anscheinend echt sehr viele. Aber ich habe bis jetzt keinen. Ich habe Niesen neu bekommen. Ich kann jetzt niesen, wenn ich will. Warum nicht? Mal schauen, ob mir er Gesundheit wünscht, wenn ich ihn anniese. Also in seiner Nähe niese. Auf jeden Fall ist er ganz erschrocken. Ah, und jetzt freuen wir uns. Ich bin entzückt. Da guckt er ganz besorgt, wenn ich so panisch reagiere. Jetzt ist er ganz rot geworden, weil ich ihn angeklatscht habe. Das Spiel ist toll. So, aber jetzt zurück zum Landschaftsgestalten hier. So ungefähr würde ich mir die Treppen vorstellen, wie die jetzt hier eingemauert wird. Aber vielleicht dann wirklich mit Wasser dazwischen. Das könnte cool aussehen. Das werden wir versuchen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber irgendwann. Dann für den Rest unseres Lebens. Ich meine, ich fange jetzt hier in dem Stream quasi noch ein bisschen an und werde es dann über Wochen hinweg wahrscheinlich aufbauen. Und wenn es dann fertig ist, zeige ich es euch nochmal in einem Stream. Machen wir nochmal einen Präsentationsstream. Könnte ich so machen, dass die Treppe sogar Teil des Ganzen bleibt? Würde mir viel Arbeit sparen. Aber dann müsste ich... Ne, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Die Treppe müsste viel weiter hinten starten. Weil hier, wenn dann überhaupt die Treppe in die Etage hingehört. Wenn überhaupt. Wenn nicht sogar das noch weiter rausgeschoben werden muss. Das könnte riesig werden, das Plateau hier.
Mir gefällt, dass das der Fluss hier so riesig ist. Ich glaube, ich mache den hier auch ein bisschen. Erweitere den noch ein bisschen. Na gut, passt schon. Oh, jetzt kann ich hier wahrscheinlich nicht mehr mit meinem Sprungstab rüberspringen, oder? Nee, das ist jetzt zu weit. Aber hier, hier rüber komme ich noch. Na dann. So, ich brauche mal kurz eine Schaufel zum Vermessen des Ganzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir lassen 1 frei, dann Treppe 1, 2. Ich mache das mal von der anderen Seite. 1 freilassen. Dann Treppe 1, 2. Dann vielleicht eine Doppeltreppe. Dann würden... Das gibt's ja nicht. Ich krieg sie nicht. Ja. Na also. Eine Maulwurfsgrille. Du hättest wohl besser eine Schippe draufgelegt. Eine Maulwurfsgrille. Du hättest wohl besser eine Schippe draufgelegt. Verstehe ich nicht ganz. Hey Freddy Hate. Ja, ist er nicht cool? Mein niedlicher Punk. So, 1, 2 Felder sind jetzt hier in der Mitte frei. Man könnte quasi Doppeltreppen machen und in der Mitte würden dann 2 Felder frei bleiben. 2 Felder ist fast ein bisschen zu wenig, oder? Das wird dann ein kleiner Popelwasserfall. Vielleicht wird es trotzdem gut aussehen. Bin mir nicht sicher. Müssen wir mal testen. Ich mach mal hier einen Fluss. Ah, Ostergeschenk. Ich lasse es. Ich ignoriere es einfach. Ich kann es nicht ignorieren. Ich kann es nicht ignorieren. Ich muss es runterschießen. So. Es hilft ja nichts. So viel Loot. Ich hab den Loot im Blut. Aber ich würde eigentlich ganz gerne, wenn dann... Aber ich muss vielleicht alles nochmal verschieben, weil es nicht groß genug ist. Ich muss nochmal zum Museum. Ah, oh, ich werde wahnsinnig. 100 Ideen gleichzeitig. Es triggert halt. Was triggert? Wer triggert was? Achso, du meinst diese Geschenke, oder wie? Wie tief ist denn das Museum? Nicht sehr, oder? Das sind 1, 2, 3, 4 Felder nur. Okay. Loot, ja, ja, genau, eben. Da kann ich nichts dagegen machen, gegen meine Loot-Wut. Das ist nur 4 Felder tief. Das ist eigentlich ganz gut. Dann brauchen wir nämlich wenigstens nicht so viel Tiefe. Aber ich möchte quasi mindestens dann 4, 5, 6 Felder haben, bevor die Treppen kommen. Vielleicht sogar lieber 7. Loot triggered. Kann auch nichts liegen lassen. Ja, das hat mich schon immer an den Elder Scrolls Spielen irritiert. Weil ich schon immer gerne alles looten wollte. Aber irgendwie macht es erstens keinen Sinn, alles zu looten. Und es behindert einen sogar einfach nur. Das ist eigentlich Quatsch. Aber am liebsten hätte ich jeden Teller, jede Gabel, alles mitgenommen immer. Aber eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. 1, 2, 3, 4. Okay. Alles klar. 5, 6, 7 im Grunde. Am besten. Das heißt, schon allein das da oben muss noch 2 Reihen dicker werden. Crazy. Wann haben die im Laden neue Blumensorten? Ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt neue Blumensorten kriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass man die selber züchten muss, durch Hybriden oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau das in dem Spiel funktioniert. Da habe ich noch nicht rumexperimentiert. Aber auf anderen Inseln kann man auf jeden Fall andere Blumensorten finden. Ich mache es jetzt vorsichtshalber noch 1 weiter. Lieber ein bisschen zu viel Platz als zu wenig. So viel Platz muss sein für das große Museumszentrum hier, das hier oben entsteht.
habe ich mehr Platz für schöne Dekorationen. Wenn es zu wenig wäre, würde es mich dann am Ende ärgern, wenn ich da irgendwie schon was weiß ich was alles investiere dafür und dann haut es nicht hin, weil ich irgendwie eine Reihe zu wenig gemacht habe. Eine Reihe zu viel kann man schon irgendwie ausschmücken zur Not. Das geht schon. Naja, das habe ich mir gedacht, hier geht's nicht. Aber ist egal. Die Treppe muss weg. Aber zum Planen und für die ersten Ansätze reicht schon mal. Geht's auch mit Treppe. So. Und jetzt auf der anderen Seite. Nein, das ging daneben. Und zack. So, so, bis ganz nach hinten halt gedacht, geht quasi das Plateau. Und jetzt Leiter. Kletter ich nochmal hoch. Und jetzt passt auf. Verzeihung. Bin chronisch überladen. Ja, das ist ja bei mir auch ein Problem. Wenn ihr meine Fallout Let's Plays und so geguckt habt, dann kennt ihr das ja auch von mir wahrscheinlich. Jetzt lassen wir eins frei. Dann kommt eine Zweiertreppe und noch eine Zweiertreppe hin. Und hier auch eins freilassen und dann eine Zweiertreppe. Ja, wurscht. Und noch eine Zweiertreppe bis hier. Genau, dann sind hier drei Felder. Das ist fast ein bisschen mickrig, aber passt schon. Das machen wir jetzt so. Und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, dass ich hier so ein kleines... Im Grunde will ich nur, genau, nur einen Wasserfall, sonst nichts. Perfekt. Perfekt. Und der soll dann quasi zwischen den Treppen entlang runterfließen. Aber wenn das jetzt schon bis hier geht, so eine Treppe ist 1, 2, 3, 4, 5 Felder lang. Das heißt, die nächste Stufe, die nächste Ebene muss 5 Felder lang sein. Und bis jetzt ist das ein Feld, oder sind es zwei Felder? Es sind zwei Felder. 1, 2. Quatsch. 3. 4. 5. Also das Plateau geht dann quasi bis hier erstmal. Oh, ist das ein Mammutprojekt. Meine Güte. Selbstverständlich. Ich glaube, die Let's Plays hat fast jeder hier gesehen. Das kann schon sein, ja. Aber obwohl ich immer überladen bin, mag ich Spiele mit begrenztem Inventar. Wenn man einfach grenzenlos looten kann, mache ich das nämlich. Und dann habe ich irgendwann so viel Blödsinn im Inventar, dass ich überhaupt nicht mehr klarkomme und nicht weiß, was los ist. Deswegen sind Kisten für mich so wichtig. Immer alles schön sortieren. Jetzt wartet mal, im Grunde. Schwierige Frage jetzt mit dem Fluss. Ich muss mal testen, ob das überhaupt funktioniert. Ich benutze die Treppe mal als Testballon hier. Kann ich überhaupt direkt neben der Treppe einen Fluss machen? Ich denke nämlich, das geht gar nicht. Neben der Treppe muss wahrscheinlich ein Feld frei sein. Wahrscheinlich geht es gar nicht anders. Das managen müssen. Ja genau, das allein macht schon Spaß. Genau, das geht mir schon auch so, das stimmt. Inventarmanagement ist schon so ein Spiel im Spiel. Ach was, das geht doch. Okay.
Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, das geht aber nicht mehr jetzt. Okay, das ist jetzt hier komisch. Warte mal. Ich muss es nochmal kurz zuschaufeln und anders machen. Aber interessant, okay. Hier geht's hier. Aber wahrscheinlich nicht direkt neben dem Aufgang, oder? Nein, das geht wirklich nicht. Genau. Dann sollte im Grunde eine Reihe platt sein. Kann man ja Blumen pflanzen oder so. Also eine Reihe Platz neben der Treppe nochmal mit einplanen am besten. Na schön. Wenn das so ist, muss alles nochmal um eine Reihe verbreitert werden. Ach ja. Das kann dauern. Weißt du, wie man die Schrift bei Donation Girl bei Streamlabs wegbekommt? Beim Donation Goal. Die Schrift beim Donation Goal, wie man die wegbekommt. Wenn du einfach nichts eingibst, vielleicht verschwindet es dann. Oder ist das gar nichts da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das habe ich noch nie versucht. Ich habe immer absichtlich Schrift beim Donation Goal. Oder was meinst du genau? Ich höre es schon wieder. Da kommt schon der nächste Luftballon wieder. Und wie gesagt, das ist jetzt nach dem Patch deutlich verkürzt worden. Vorher waren ständig Luftballone unterwegs. Teilweise zwei, drei von diesen Luftballonen gleichzeitig. Und man ist quasi nicht mehr fertig geworden, Luftballone vom Himmel zu schießen, wenn man wirklich alle haben wollte. Na, der fliegt jetzt, da muss ich, glaube ich, wahrscheinlich aufs Podest hoch, oder? Bin mir nicht ganz sicher, wo der fliegt. Ah ja. Okay. Habe ich es jetzt schon um eins erweitert? Nee, habe ich noch nicht. Na dann los. Ja, da steht doch immer My Sample Goal oder so. Du musst einfach nur bei Quellen ist quasi auch dieses Goal mit drin. Wenn du da doppelt klickst, dann kommst du in das Editiermenü und da kannst du alles verändern im Grunde. Auch das. Das musst du wahrscheinlich machen, oder? Da warst du wahrscheinlich noch nicht drin. Zodala. Also frei, Treppe, Treppe, frei. Ah ne, Treppe, Treppe, frei. Wasser, Wasser, frei, Treppe, 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 frei. Perfekt, genauso muss es sein. Na dann, das wird schon, das wird schon. Das heißt, hier auch nochmal eine Reihe ran. Der Baum muss weg. Ist der schon ausgewachsen? Nicht, dass das ein Geldbaum war. Aber, naja, wenn er einer war, ist es ja wurscht. Aber der ist schon ausgewachsen. Der wird keine Gelder mehr tragen. Wäre nämlich echt ärgerlich, wenn ich einen Geldbaum fällen würde, bevor der Geld trägt. Weil man kann in dem Spiel quasi ab und zu bestimmten Anlässen, wenn man so ein goldenes Loch im Boden findet, Geld pflanzen. Und dann wächst ein Geldbaum, der dreimal so viel Geld als Früchte trägt, wie man eingepflanzt hat. Und das wäre natürlich super ärgerlich, wenn ich den versehentlich irgendwie umhaue, bevor der Früchte getragen hat. Ich glaube, das passt schon. Irgendwo habe ich nämlich einen 99.000-Sterni-Baum gepflanzt. Also zwei mittlerweile schon. Auf die freue ich mich schon. Das wird cool. Dann zahle ich endlich meinen Kredit beim alten Luke ab. Und dann bin ich weg hier. Dann bin ich raus hier. Nee, Quatsch. So,
So, ich lasse jetzt absichtlich den Spalt hier. Das sieht jetzt momentan noch alles sehr seltsam aus, aber das ist jetzt nur gerade für mich zur Hilfe, damit ich mich besser orientieren kann. So, sehr schön. Jetzt muss denn das Haus weg. Aber ist das dann... Ist das cool, wenn da... Bin mir echt nicht sicher. Eigentlich... nicht. Eigentlich muss der Fluss... höher.